Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir machen heute mal einen Burger und zwar geht es mir eigentlich gar nicht mal so im Wesentlichen um den Burger, sondern ich möchte wissen, ob der besser schmeckt, wenn man den einfach mal so einpackt und 10 Minuten liegen lässt, dass der richtig schön vielleicht, so ist die Hoffnung, so ein bisschen durchmatscht. Klingt blöd durchmatschen, aber ihr kennt vermutlich zum Teil diese Burgerketten, die ihre Burger einwickeln. Und wenn man die zu Hause auspackt oder im Auto oder wo auch immer, dann sind die irgendwie so richtig schön so, ja, so durch irgendwie so. Und ich finde das total lecker. Ich weiß nicht, ob das persönliches Fehlverhalten ist oder so, aber irgendwie, naja, ist ja vielleicht auch Geschmackssache. Auf jeden Fall will ich das heute testen, ob man das selber zu Hause auch hinkriegt und wir machen einen Burger. Zwei. Freut euch drauf. An Zutaten brauchen wir gar nicht so viel, natürlich. Wir machen einen, ja, ich sag mal, mehr oder weniger Basic Burger. Wir haben hier Rinderhackfleisch, natürlich vom Fleischer, Knoten. Und das geben wir mal in eine Schüssel. Geben wir einfach ein bisschen Salz dazu. Etwas Pfeffer. Riecht nach Zitrone. Ist gar keine Zitrone drin. So, und dann kneten wir das Ganze erstmal ordentlich durch. Wir werden die Burger übrigens heute richtig, richtig schön smashen. Sprich, nicht vorher schon platt machen, sondern auf der Plansche schön platt drücken. Ist ja total hip. Anne, du hast gesagt, du siehst da überhaupt keinen Sinn drin. Stimmt auch irgendwo. Wenn ich da was rausschmecke, dann ist auch ein Sinn drin. Ich glaube, du schmeckst keinen großen Unterschied. Wichtig ist natürlich, wenn man, gerade auch wenn man die so ein bisschen zerdrücken will oder smashen will, dass man das Hackfleisch ordentlich durchknetet vorher, damit es nicht auseinanderfällt. Das hält dann auf jeden Fall deutlich besser zusammen. So, reicht das auf jeden Fall. Nehmen wir unsere klassische Tennisballkugel mal hier raus. Man sollte sich dann natürlich so ein bisschen nach dem Burgerbun richten, was man hat. Sollte auf jeden Fall ein bisschen größer sein. Mal gucken, ob es klappt. Könnt es ja nicht vorher formen. Oh, ist schon ordentlich Kugel. Zack, alle gleich groß. Das reicht auf jeden Fall für zwei Burger. Wir werden uns während das Ganze gleich grillen. Nee, nicht während, sondern jetzt schon mal ein bisschen Salat schneiden. Nehmen wir einfach ein bisschen Eisbergsalat. Ja, nee, das sollte reichen. Ein bisschen klein schnippeln. So. Dann haben wir hier noch eine Tomate. Und viel mehr kommt auf den Burger auch schon gar nicht drauf. Käse haben wir natürlich auch noch da. Ja, und dann können wir auch eigentlich schon zum Grill gehen. So, die Plansche haben wir vorgeheizt. Was ich noch nicht gemacht habe, ist Öl drauf gegeben. So. Drauf damit. Drauf damit. So, jetzt nehmen wir uns einfach den Bratenwender oder Grillwender und platt. Ja, da kann ruhig noch ein bisschen mehr Kraft hinter. Einfach ist es definitiv.
Und spritzen tut's auch. So, das Ganze grillen wir jetzt erstmal an. Wir können auch schon mal die Burger Buns etwas angrillen. Dann drehen wir die mal um. Einfach ist es. So, kurz bevor das Ganze fertig ist, werden wir gleich den Käse mit drauf geben. Da gibt es noch einen kleinen Trick, wie der schneller zerläuft. Das hier ist so eine Pumpflasche. Da ist jetzt Wasser drin. Jetzt brauche ich allerdings ein bisschen Platz für die Haube. So, dann geben wir hier mal ein bisschen Käse drauf. Da ein bisschen Käse drauf. Jetzt können wir einmal ein bisschen Wasser drauf sprühen oder Wasser drauf sprühen und dann die Haube drauf. Dann geht das ratzfatz, dass das Ganze quasi durch die heiße Luft schmilzt. So, der Käse zerläuft also deutlich schneller als ohne, natürlich. Dann können wir das hier auch schon mal runter machen. Jetzt mal zur Seite. Können wir den ersten Burger auch schon belegen. So, wir werden den Burger ganz normal einfach nur mit Ketchup befüllen oder ja, fehlte fast ein Wort. Etwas Salat. Nicht zu viel. Ich gebe mir Mühe. So, da haben wir ein Patty. Da haben wir noch eins. Wir geben das mal so rum drauf. Dann haben wir, nee, die nicht. Bisschen Tomate. Noch ein bisschen Salat, zudecken das Ganze, so, dann haben wir jetzt etwas Alufolie, ja ich weiß, Alufolie wird langsam etwas verpönt beim Grillen, aber so ist der Test. So. Schön eingepackt und den lassen wir jetzt erstmal 10 Minuten hier liegen. Simulieren wir einfach mal die Fahrt nach Hause. Wir sind zu Hause angekommen quasi und so, der fühlt sich also schon echt deutlich weicher an als vorher. Ich bin mal gespannt. Verkauf das Ding. Ja. Ja. Guck mal hier. Also es ist jetzt richtig schön, ja, so richtig schön weich geworden. Klar, ein bisschen feucht durch die ganze Feuchtigkeit, die jetzt innen drin ist. Er sieht optisch aus, als wenn es so müsste. Klar, er ist nicht mehr so schön wie vorher, aber uns interessiert ja auch der Geschmack. Und von daher werden wir jetzt erstmal testen. Ich finde den super so. Ich finde den richtig geil. Also, das ist hier richtig schön,
richtig schön, ja, matschig, matschig ist das falsche Wort, aber richtig schön weich, richtig schön feucht, ein bisschen pappig vielleicht, aber trotzdem kann man super essen. Geschmacklich auch der Hammer. Aber ich finde es super. Wie gesagt, rein ethisch mit der Alufolie vielleicht ein bisschen, ja, muss vielleicht nicht sein, aber schmeckt definitiv besser. Probiert es einfach mal aus. Und hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr der Meinung seid, yo, das kann man mal durchaus machen. Vielleicht könnt ihr auch mir irgendwelche Tipps geben, wie man das auch ohne Alufolie hinbekommt. Bin echt gespannt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen freundlichen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Ciao.